Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Ich habe noch drei wichtige Ergänzungen zum gestrigen Pre-Patch Notes Video von Season 9. Eine Änderung davon ist der absolute Wahnsinn und ich freue mich mega, dass das reinkommt. Habe ich schon mal drüber berichtet, aber völlig aus den Augen verloren, weil ich nicht dachte, dass es tatsächlich kommt. Und ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich fange mit den zwei uninteressantesten Dingen an, bevor wir gleich noch die Patch Notes für Olympus durchgehen. Ich zeige euch die Map-Änderung in solchen Slider-Bildern. Dort zeige ich euch, wie sich das so alles geändert hat, was da überhaupt genau passiert ist, grob, und was so ein bisschen von der Map verschwunden ist. Ist sehr interessant, bleibt bis zum Schluss dran. Lohnt sich definitiv. Wir fangen erstmal mit der Hammerpunkt-Munition an. Einige von euch haben mich im letzten Video korrigiert. Das scheint später noch bekannt geworden zu sein. Entweder fliegen die Hammerpunkt-Munition Aufsätze oder der Hammerpunkt-Aufsatz für die P20 und die Mosambik komplett raus. Das ist Variante 1. Oder Variante 2, es bleibt aber dann nur für die P20. Das weiß ich aktuell nicht. Ich weiß aber zu 100%, für die Mosambik gibt es die Hammerpunkt-Munition nicht mehr. Das heißt, jetzt wissen wir auch, warum die Mosambik 6 Schuss hat und nicht mehr 4. Das erklärt natürlich einiges, wäre wahrscheinlich mit Hammerpunkt extrem krass. Ich gehe aber eher davon aus, dass wir die Hammerpunkt für beide Waffen, also es fliegt komplett raus, denke ich eher, wobei dann die P20 absolut nicht mehr, ich sag mal, es lohnt sich halt die P20 nicht mehr mitzunehmen. Sagen wir es mal ganz einfach. Bloodhound und Krypto. Es könnte sein, und das ist das Einzige, was wirklich nicht so 100% sicher ist, es könnte sein, dass die Assists im Ranked nicht mehr zählen, um Punkte zu bekommen. Oder allgemein bekommen wir für die Bloodhound-Scans und die Krypto-Scans keine Assists mehr. Und so konntest du dich ja im Ranked so ein bisschen schneller ohne große Skills ein bisschen hochmogeln, indem du einfach Gegner scannst und innerhalb von 10 Sekunden nach dem Scan muss halt der Gegner getötet worden sein bzw. gedownt worden sein, dann hast du einen Assist bekommen. Das war recht einfach, so hast du ruckzuck 6 Assists und quasi die maximale Punktzahl an eben Kills maximal oder eben Assists reingeholt. Ebenfalls für Krypto könnte das gelten, als ich das erstmalig gelesen habe, von Respawn tatsächlich auch so erwähnt, stand da, sie überlegen es für Bloodhound einzuführen. Es heißt nicht, dass das kommt, es könnte aber tatsächlich so sein und Krypto vermuten jetzt einige, dass der damit reinzählt. Wobei ich aber denke, dass es bei Krypto, wenn dann bleibt, weil mit dem so ein Assist abzuholen mit der Drohne, die Chance ist deutlich geringer, weil so eine Drohne ist ruckzuck abgeschossen. Und bei einem Bloodhound ist dieser simple Tastendruck und schon holst du dir da vielleicht ein, zwei Assists rein. Und jetzt kommt die Hammeränderung, die dritte. Wir starten in jeder Runde mit einem weißen Körperschild, mit einem weißen Helm und einem weißen Knockdown. Grund, diese drei Sachen fliegen aus dem Lootpool. Wir können diese drei Sachen nicht auf dem Boden finden. Es sei denn, ein Gegner droppt's. Das sollte natürlich klar sein. Aber ansonsten in keiner Kiste, nirgendwo auf dem Boden, liegt dieser Loot rum. Und wir starten ebenfalls mit zwei Schildzellen und zwei Spritzen. Und da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Findet ihr diese Änderung eher geil oder nicht so? Ich finde es, bin ich ganz ehrlich, ich finde diese Änderung, wenn die so kommt, tatsächlich absolut erste Sahne. Wie vielen von euch geht's so oder kennt es nicht? Sagen wir es eher so. Du landest, findest vielleicht keine Waffe oder eine Dreckswaffe und der Gegner hat wie immer die bessere Waffe. So hast du vielleicht eine Chance zu flüchten nach einer besseren Waffe oder überhaupt erstmal nach einer Waffe zu suchen. Und das ist eigentlich der ganze Punkt dahinter. Und sie wollen den Lootpool im Allgemeinen ein bisschen interessanter gestalten, dass man nicht so viel Müll in Anführungszeichen findet, weil es ist oft so, du bist relativ schnell gut ausgerüstet und findest eigentlich zu 80%, vielleicht sogar zu 90% nur Schrott. Dem wollen sie so ein bisschen entgegenwirken und das ist eine Änderung, die kann man eigentlich nur begrüßen. So, jetzt würde ich mich auf jeden Fall schon mal über jeden Daumen nach oben freuen und ein Abo, wenn ihr neu seid, und auch alle, die schon lange am Start sind und noch nicht abonniert haben, feuerfrei, haut auf den Abo-Button und jetzt fangen wir mit den Olympus-Changes oder Patch-Notes an. Da gibt es eine Menge Interessantes zu erzählen und da sehen wir uns jetzt auf der EA-Seite. Und hier zeige ich euch alle Veränderungen. Es ist das Schiff, also wir sehen erstmal eindrucksvoll dieses geile Bild. Wir sehen ja schon einige dieser Schiffe am Himmel fliegen als offiziellen Season 9 Teaser. Diese
Schiffe bleiben auch weiterhin jetzt in Season 9 am Himmel. Und hier unten ist die Icarus. Die Icarus ist quasi ein neuer Spot. Und die Icarus oder dieser ganze Schwarm, das sind alles irgendwelche feindlichen Schiffe, die irgend so einen parasitären Pflanzenwurzelwuchs auf Olympus gebracht haben und somit eigentlich ganz Olympus damit übersehen. So grob beschreibt es auf jeden Fall. Die EA-Seite Icarus, wie gesagt, ist der neue Spot. Normalerweise sieht dieser Spot hier so aus und der sieht dann jetzt so aus. Zieht euch diesen verdammt heftigen Map-Unterschied an. Und von hier aus vielleicht noch nicht so ganz erkennbar, für mich ist es ein Stück weit eine Vergrößerung von Olympus und wir haben mehr Fläche zum Fighten. Wir sind auf jeden Fall zwischen Bonsai Plaza und Orbitalkanone und genau dort ist dieses Schiff nicht abgestürzt, sondern hat sich tatsächlich zur Landung oder zum Andocken dort niedergelegt. Dieses Teil soll 4 extrem große Räume beinhalten und wie es Respawn so schön schreibt, Tonnen von Loot mit sich tragen. Und das Geile ist, in diesem Teil gibt es auch einen Tresor und wir können Codekarten finden. Und es soll klaustrophobisch enge Gänge geben, wo man auch wohl fighten kann. Da bin ich mal gespannt auf das aktuelle Bildmaterial. Hier haben wir vom Inneren der Icarus noch so ein bisschen Bildmaterial. Jetzt haben wir hier diesen. Und hier sieht man es, denke ich, eindrucksvoll, wie riesig die Icarus ist. Zieht euch das mal rein hier. Dieser ganze hintere Bereich, das ist ja, man kann es als eine Map-Erweiterung eigentlich sehen. Sofern, wenn wir das hier über diese Landebrücke betreten, sofern wir denn auch hier nach rechts laufen können. Davon gehe ich aber einfach mal aus. Und hier im vorderen Bereich soll sich übrigens der Tresor befinden. So wird es zumindest beschrieben. Auf jeden Fall sieht es meiner Meinung nach einfach mal ultra, ultra genial aus. Und die Icarus Bridge, so wird es genannt. Also wir können eine Bridge Card, eine Brückenkarte finden. Über der Icarus verteilt können wir verschiedene oder mehrere Wissenschaftlerleichen finden, die so eine Codekarte bei sich tragen und diese Codekarte können wir dann mitnehmen und zu diesem Tresor bringen. Wie gesagt, hier irgendwo laut Respawn im, ich gehe mal davon aus, dass es der vordere Bereich ist und dort können wir dann so richtig schöne, geile Gunfights erleben. Was sehr interessant ist, es werden 2 Jump Tower entfernt. Das sieht man einmal auf diesem Bild. Achtung, hier der vorderste rechts. Der hier ist quasi verschwunden. Man sieht sonst von hier aus auf jeden Fall keine weiteren Spot-Veränderungen, außer hier so ein bisschen Wurzelwuchs. Und jetzt habe ich gleich noch einen Fun-Fact, den ich auch vorher nicht wusste. Moment, ich zeige euch erstmal noch den anderen. Und dieser Jump Tower ist verschwunden. Moment. Und so sieht es dann von hier aus. Es ist einfach wirklich nur der Jump Tower verschwunden. Sonst hat sich in diesem Bereich meiner Meinung nach zumindest optisch nichts verändert. Außer, dass dann jetzt hier links die Icarus ist. Und hier sieht man auch nochmal das Ausmaß, wie riesig dieses Schiff ist. Warum genau? Darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Sie meinten auf jeden Fall, dass die Tridents eine gute Alternative sind, um auf der Map zu rotieren. Und ursprünglich war es tatsächlich eigentlich so geplant, dass Olympus ohne Jump Tower ausgestattet wird. Respawn hat sich dann aber vor Release dagegen entschieden und hat gemerkt, das ist vielleicht doch nicht die geilste Idee, weil sie eigentlich an den Tridents festhalten wollten. Und ehrlich gesagt bin ich froh, dass sie das umgesetzt haben und nicht verschandeln ohne Jump Tower. Finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und so hier vom Bonsai Plaza aus haben wir nochmal eine richtig geile Sicht. Es sieht einfach rattenscharf aus. Also ich muss für mich persönlich sagen, ich stehe absolut auf diese Map-Veränderung. Und das ist eigentlich alles, was ich aktuell zu sagen habe. Ich gehe mal davon aus, dass es in den nächsten Tagen noch ein Video geben wird. Es stehen noch 2 Trailer aus. Der Battle Pass Trailer, der fehlt noch. Dann fehlt noch der Trailer, wo Valkyrie als offizieller Trailer oder als offizielle Legende vorgestellt wird, wo sie nochmal zeigen, das ist Valkyrie, das sind ihre Fähigkeiten und so weiter. Die 2 Trailer fehlen noch. Die werde ich auf jeden Fall auch noch auf diesem Kanal zeigen. Daumen da lassen, Abo da lassen, wollt ihr nichts verpassen. Kostenloser Support mit diesen 2 Sachen würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Restabend, eine schöne Restwoche. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.